Hallo liebe Kinder, hallo liebe Eltern, ich bin euer Bobby und ich habe heute jemanden an meiner Seite. Das ist Ilse Lotte. Hallo. Und ich habe zusammen mit Ilse Lotte in den Sommerferien mit den Hortkindern einen tollen Film gedreht. Und dieser Film heißt Die geheime Schatzkarte. Von Kindern und für Kinder. Und jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß. Darf ich mitpuzzeln, Sammy? Na klar. Rasputin, ich hab gewonnen. Mist. Freunde, wollen wir Verstecken spielen? Ja! Guck mal, ich glaube, das ist eine Schatzkarte. Oh, da ist das Kinderhaus drauf zu sehen. Und das Fußballfeld kann ich auch drauf erkennen. Die Schaufel sehe ich auch immer, wenn ich draußen bin. Das Holzhaus kenne ich schon. Das Tor auf der Karte ist auch drauf zu sehen. Oh, da ist ja ein Stück Wald. Da hinten ist eine Schatzkiste. Weißt du, ich glaube, der gestrichelte Weg, der bringt uns zum Schatz. Wollen wir vielleicht den Schatz finden? Ja! Guck mal, da unten ist doch alles. Auf, wir wollen uns den Schatz holen. Kommt alle mit! Oh, da sieht man vorne die Schaukel! Lass uns schnell dahin! Oh Mann, so eine Schatzsuche ist anstrengend! Sammy, guck mal, da vorne ist schon die Schaukel! Ich glaube, wir müssen gleich noch unter der Schaukel durch! Das stimmt! Und dann kommt ja auch schon der Wald! Oh, ich glaube, wir nähern uns dem Wald. Ich hab Angst. Komm, wir müssen weiter. Wir wollen noch den Schatz finden. Hast du es schon vergessen? Wir haben keine Zeit zum Spielen. Guck mal, da ist ja schon das Tor. Aber das ist zu. Guck mal, da ist so ein geheimer Brief. Ein Rätsel. Das ist ja ganz schön schwer. Ich weiß gar nicht, was da hinkommt. Ich aber. Nimmrich, Sesam, öffne dich.
schon ganz gespannt. Oh, hoffentlich geht die Tür auch wirklich auf. Ich versuche es jetzt. Sesam, öffne dich. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Entweder geradeaus, links oder rechts. Wir müssen nach rechts gehen. Könnt ihr den Schatz schon sehen? Nö. Ich auch nicht. Ich kann den Schatz schon riechen. Er kann nicht mehr weit sein. Wo ist denn der Schatz, wenn du ihn schon wittern kannst? Da vorne lang, da vorne lang. Komm, Freunde. Wir sind gleich da. Da ist der Schatz. Juhu, endlich haben wir den Schatz gefunden. Ein Zahlenschloss. Das geht ja gar nicht auf. Guck mal, guck mal. Da oben ist ja was. Wer rechnen kann, ist klar im Vorteil. Oh, das sind ja Matheaufgaben. Wollen wir die im Kinderhaus lösen, bevor uns jemand sieht? Ja! Oh, was ist das für ein rotes Tier? Wo? Gerade vor uns. Das ist ein Allesfresser. Ah. Jetzt haben wir die Kiste endlich im Kinderhaus. Wir können ja jetzt die Rätsel lösen und die Tour öffnen, oder? Ja! Okay, wer weiß, was 3 minus 2 sind? Eins. Eins plus 3. Das ergibt 4. Und 9 geteilt durch 3? 3. Okay, wir haben die Lösung. Kann mir jemand den Code verraten? Ich. Rudi. Der Code ist 1, 4 und 3. Ja, super, wir haben den Code gelöst. Soll ich die Truhe öffnen? Ja. Okay. Wer bist denn du? Bonjour, wer seid denn ihr? Wir sind die Horttiere. Aha. Was machst du in der Kiste? Zuerst, ich bin Gaston, die Fledermaus. Ich und meine Monster sind hier seit über 100 Jahren eingesperrt. Und die Legende besagt, dass der oder die, die uns befreien, zusammen mit uns eine riesengroße Party feiern. Aha. Also feiern wir mit euch jetzt eine Party? Oui. Okay, dann schmeißen wir jetzt eine Party! Ja! Ja. Wir sind die coolen Monster! Boah, endlich sind wir aus unserer Kiste befreit worden! Wurde ja endlich Zeit! Und als Dank machen wir jetzt eine monsterstarke Party mit euch! Habt ihr Lust? Ja! Ja!
Okay, wir haben Partyhüte, Luftschlangen und Konfetti mitgebracht. Los geht's! Lasst uns die Party beginnen! Wenn wir nicht geschlafen sind, dann feiern wir noch ein Buch.